Hallo, ich bin die Cheyenne vom Medienteam Realschule Hirschheid und ich stehe hier vor der Bamberger Arena Bros Baskets und wir machen uns jetzt auf die Suche nach der Frage, was fasziniert Menschen so an Basketball? Wir sind von der Medien-AG Realschule Hirschheid und wir wollten fragen, was Sie so an Basketball fasziniert. Basketball, alles. Der Kampf, Schnelligkeit, Stimmung. Okay, und wie finden Sie die Atmosphäre in der Arena? Das ist die beste Atmosphäre in ganz Deutschland, in Bamberg. Ist ja bekannt als Frankenhölle. Hallo. Wunderschön, hallo. Wir sind von der Medien-AG Realschule Hirschheid und Sie sind bestimmt hier für Bros Baskets. Ja, aber sicher. Was fasziniert Sie denn daran? Das Team, die Stimmung. Das wäre es, ja. Team, Stimmung, Spiel. Und wie finden Sie die Atmosphäre in der Arena? Sehr gut, sehr gut. Haben Sie denn einen Lieblingsspieler? Rayshon Terry. Warum? Seine Sprungkraft, sein Ballgefühl. Was haben Sie heute für Erwartungen in das Spiel? Nur ein Sieg. Okay, dann danke für das Interview. Tschüss. Tschüss. Was fasziniert Sie denn an den Bros Baskets oder allgemein im Basketball? Dass halt auch viel mehr Action ist gegenüber so einem Fußballspiel. Und dass da halt viel mehr passiert jetzt wie beim Fußball und dass das nicht so langweilig ist. Und weil einfach die Stimmung und das Ganze drumherum ist halt einfach super. Haben Sie denn einen Lieblingsspieler? Ja, den neuen, den Karl-Heinz. Warum? Weil der halt einfach total athletisch ist und der gefällt mir halt einfach irgendwie. Okay. Und wie finden Sie die Atmosphäre in der Arena? Super, also die beste Stimmung eigentlich. Jetzt gegenüber zu anderen Hallen, das ist irgendwie tot und Bamberg ist einfach die beste Stimmung und total super halt. Okay, dann vielen Dank für das Interview und noch viel Spaß beim Spiel. Danke. Tschüss. Tschüss. Von der Medien-AG Realschule Hirschheid und ihr drückt halt bestimmt den Bros Baskets die Daumen. Auf jeden Fall, ja. Okay, was fasziniert Sie denn an den Bros Baskets oder allgemein im Basketball? Also bei mir muss ich sagen, ich bin absoluter Basketballfreak. Ich habe auch drei Kinder, die selber Basketball spielen bei BG Regnitztal. Und überhaupt die ganze Stimmung, die hier herrscht und so, ist absolut genial. Okay, haben Sie denn einen Lieblingsspieler von den Bros Baskets? Also bei mir ist es der Schubert. Warum? Wir haben den jetzt schon öfters gesehen bei Autogrammstunden und so und das ist halt immer unheimlich freundlich und nett und er grüßt, wenn er uns so sieht. Hast du auch einen Lieblingsspieler? John Goldsberry. Wir sind von der Medien-AG Realschule Hirschheid und wir haben jetzt ein paar Fragen an Sie. Wie finden Sie die Atmosphäre heute in der Arena? Heute? Na, die wird wieder super klasse. Wie immer. Knapp 7000 Zuschauer, das ist immer ganz toll. Und was fasziniert Sie an Basketball? Bitte was? Was fasziniert Sie an Basketball? Ja, Basketball ist für mich viel, viel spannender wie Fußball zum Beispiel, weil jede Sekunde immer was passiert. Es wird nie langweilig. Okay, haben Sie denn einen Lieblingsspieler? Ja, die zwei Neuen sind meine Lieblingsspieler. Warum? Ja, weil die athletisch sind, schnell und treffen gut. Was haben Sie heute für Erwartungen in das Spiel? Naja, dass wir knapp gewinnen. Es wird zwar hart, aber es wird knapp. Okay, dann danke für das Interview und viel Spaß beim Spiel. Danke. Tschüss. Thank you.
Fragen für Sie. Okay. Was haben Sie heute für Erwartungen in das Spiel? Ja, gewinnen natürlich. Für wen? Ja, für Bamberg. Okay, und was fasziniert Sie so am Basketball? Erstens finde ich es viel spannender als andere Sportarten, weil sich alles in so kurzer Zeit ändern kann und ja, die Stimmung ist halt einfach immer gut. Okay, dann vielen Dank fürs Interview und viel Spaß beim Spiel. Bitte schön. Tschüss. Was fasziniert Sie so an den Brose Baskets? So ist es. Was heißt, was fasziniert? Der Erfolg natürlich als allererstes, ist ja ganz klar. Außerdem die Kulisse, das Basketballspiel an sich ist eine Faszination für sich, weil es so schnell ist, weil es schön ist, abwechslungsreich. Also da gibt es tausend Gründe, dass man sich so ein Basketballspiel anschaut. Und wie finden Sie die Atmosphäre in der Arena? Ja, mir ist sie ehrlich gesagt in meinem Alter einen Tick zu laut. Die Stimmung erscheint mir etwas von oben durch die Musik und so weiter sehr aufgezwungen. Mir wäre es lieber, wenn die Stimmung von innen heraus käme, vom Publikum. Wenn das der Fall ist, dann ist die Stimmung natürlich bombastisch. Und wie oft gehen Sie zum Basketballspiel? Das ist ein wenig unterschiedlich. Wenn ich selber arbeiten muss, muss ich natürlich hin. Und so wie heute, da gehe ich freiwillig hin. Wenn es sich irgendwie einrichten lässt, möchte ich eigentlich fast kein Spiel verpassen. Okay, dann danke fürs Interview und viel Spaß noch heute. Tschüss. Bitte? Was fasziniert Sie so an Basketball? Ja, am Basketball fasziniert mich Basketball. Ich meine, es ist jetzt das Ganze drumherum. Ich meine, das Spiel ist schnell, das Spiel ist aggressiv. Man passiert ja immer, irgendetwas passiert auf dem Feld und deswegen gefällt mir das und deswegen habe ich mir das ausgesucht. Okay, dann danke fürs Interview. Beschreiben Sie uns Ihre Faszination für Basketball? Oh. Man könnte ein abendfüllendes Thema werden.